Ich bin sicher, der Zauberstab hat hier gelegen. Er ist verschwunden. Hallo, Holly. Hallo, Ben. Was ist los? Mein Zauberstab ist weg. Nun werde ich bestimmt niemals mehr zaubern lernen. Das hat vielleicht auch Vorteile. Das ist nicht lustig. Ich werde meinen Zauberstab nie mehr wiederfinden und dann bin ich ganz traurig für immer. Ach, Kopf hoch, Holly. Ich finde deinen Zauberstab. Wie denn? Elfen sind wahre Meister im Finden von Dingen. Und ich bin ein Elf. Danke, Ben. Nur eins, wenn ich ihn wiederfinde, musst du mir versprechen, dass du mich nicht wieder in einen Hut verwandelst. Ich verspreche es. Aber Ben, wie willst du ihn eigentlich wiederfinden? Ich habe einen ganz einfachen Plan. Oh, gut. Zuerst versuch dich jetzt mal zu erinnern, wo du ihn zuletzt gesehen hast. In deinem Schlafzimmer vielleicht oder in... Da. Oh. Da ist er zuletzt gewesen. Ah. Wie geht es weiter mit deinem Plan? Das war schon der Plan. Ich wusste, ich finde ihn nie mehr wieder. Oh, sieh nur, da ist Gaston, der Marienkäfer. Vielleicht kann er uns helfen. Hallo, Gaston. Kannst du uns helfen, Hollys Zauberstab zu finden? Er hat hier gelegen und nun ist er weg. Oh, ist das mühsam. Ohne Zauberei machen sich die Dinge wahnsinnig schwer. Man muss dazu ja auch höchstens ein klitzekleines bisschen zaubern. Oh, denkst du wirklich? Vertrau mir. Zick, zack, zoi. Mal es neu. Prinzessin Holly, es scheint so, als hättet ihr gezaubert. Nein, weiser alter Elf, das hab ich nicht. Ich schätze, das ist nur der Sturm da draußen. Er kommt näher und näher zu uns. Irgendetwas Merkwürdiges scheint hier vor sich zu gehen. Weiser alter Elf, was ist denn als nächstes dran? Eine gute Frage, Prinzessin Holly. Jetzt ziehen wir unser Spielzeug auf. Toll, es funktioniert. Wow. Los doch, mach irgendwas. Nanny, meine Eule fällt auseinander. Keine Sorge, ich werde ihr ein kleines bisschen helfen. Nanny Plum, haben Sie eben gezaubert? Das war nur ein klitzekleiner Zauber. Zur Unterstützung. Sie sind eine äußerst ungezogene Fee. Verzeihung, weiser alter Elf. Lassen wir die Sache erstmal auf sich beruhen. Prinzessin Holly, zeigt uns, was eure Eule kann. Oh je. Holly, Romy. Na, wie läuft es mit euren Übungen? So richtig gut läuft es nicht. Hollys Zauberstab ist zerbrochen. Wie konnte das passieren? Eigentlich habe ich ihn ganz vorsichtig bewegt, nur dann ist er... Sie schlug damit gegen den Stein. Das war reichlich ungeschickt. Tut mir leid, Nanny. Keine Sorge, den kriegen wir schnell repariert. Hurra! Also wirst du ihn sicher mit Zauberei reparieren, Nanny. Oh nein, ich kann das leider nicht. Wieso nicht? Zauberstäbe können zaubern, aber Zauberei erschafft keine Zauberstäbe. Wie bei Huhn und Ei. Hühner machen Eier, aber Eier keine Hühner. Aus den Eiern kommen noch aber die Hühner. Na, wie auch immer. Der springende Punkt ist, dass ich Zauberstäbe nicht durch Zauberei reparieren kann. Und wer kann sie reparieren? Die Elfen machen das. Die Elfen? Zauberstäbe? Stimmt das denn wirklich? Oh ja, natürlich. Eigentlich weiß das doch jedes Kind. Elfen sind richtig gut im Herstellen von Zauberstäben. Und wir sind Elfen! Los, auf zur Elfenfabrik! Nanny, Zauberstäbe haben mit Zauberei zu tun und Elfen zaubern doch nicht. Sie benutzen die Zauberstäbe ja auch nicht. Sie stellen sie einfach nur her. Guten Morgen. Was kann ich für euch tun?
Ich habe meinen Zauberstab zerbrochen. Damit hat sie gegen einen Stein geschlagen. Einen Moment bitte. Weiser alter Elf? Weiser alter Elf, bitte umgehend an der Rezeption melden. Ah, Prinzessin Holly, was kann ich denn Schönes für euch tun? Hollys Zauberstab ist zerbrochen. Damit hat sie gegen einen Stein geschlagen. Verstehe. Keine Sorge, das wird schnell repariert. Folgt mir. Ich frage mich, was für ein Tier Nanny Plum wohl gezaubert hat für Daisy und Poppy. Solange es nicht groß ist, ist es mir egal. Darf ich das neue Haustier der Zwillinge vorstellen? Pippin. Eine Ratte! Nein, Eure Majestät. Pippin ist ein entzückender kleiner Hamster. Oh, wie süß. Pippin hat dich also gern, Daddy. Oh, er ist richtig goldig, nicht wahr? Goldig? Dieses Wort hatte ich dafür nicht gerade im Kopf. Ich denke, er wäre fröhlicher, wenn er draußen leben könnte. Ja, durchaus. Zurück, Pippin. Alles ist gut, solange ihr nicht zeigt, dass ihr euch fürchtet. Zurück, Pippin. So, Pippin. Willkommen in unserem Schlosshof, deinem neuen Zuhause. Ich hoffe, dass es Pippin nicht langweilig wird, wenn er hier wohnt. Man muss ihm was zum Spielen holen. Und Hamster haben gern große Mengen Stroh. Können wir Pippin jetzt etwas zu fressen geben, Nanny? Füttern! Ja, und was zu trinken. Oh, jetzt dürfte sich Pippin hier zu Hause fühlen. Oh, wieso ist unser schöner Schlosshof denn voller Stroh? Das ist für euren Hamster, Eure Majestät. Meinen Hamster? Das ist lustig. Der Schlosshof sieht aus wie ein Hamsterkäfig. Ja, äußerst amüsant. Wieso rennt er denn die ganze Zeit wie wild geworden herum? Hamster rennen sehr gern so herum. Hallo, Ben. Hallo, Gaston. Hallo, Hallo. Oh, mein Magen! Das macht Spaß! Ebene 99. Die Elfenwerkstätten. Und die Pumpemaschine. Die was? Die Pumpemaschine. Hier lang, Prinzessin Holly. Bitte, wenn es Fragen gibt, stellt sie ohne Hemmungen. Ja, gern. Hallo. Was tun Sie denn hier so? Ich ziehe diesen Hebel, Prinzessin Holly. Was tun Sie denn noch? Immer nur den Hebel ziehen und die Pampe kommt raus. Wird das nicht langweilig? Elfen langweilen sich nie. Und ich bin ein Elf. Danke sehr. Gehen wir weiter. Das ist die Formpressmaschine. Und was haben Sie zu tun? Ich muss den Knopf drücken. Oh, jeden Tag? Ja, jeden Tag. Sie müssen ja enorm geduldig sein. Elfen sind sehr geduldig. Und ich bin ein Elf. Was kommt als nächstes? Als nächstes kommt der Mahlraum. Die Spielzeuge bekommen hier ihre Farbe. Wie spannend. Hallo allerseits. Hallo, Prinzessin Holly. Jeder Elf hat sein spezielles Malgebiet. Einer malt die Augen, ein anderer den Mund und ein dritter die Haare. Beeindruckend. Ich hab gedacht, das machen alles Maschinen. Oh nein, das ist alles Handarbeit. Das sieht nach einer schweren Arbeit aus. Elfen lieben schwere Arbeit. Und wir sind Elfen. Na, da bin ich ja froh, dass ich eine Fee bin. Psst, Nanny. Oh, wie eklig. Guter Junge, Gaston. Nun fällt wohl für dich das Essen aus. Ah, ich sehe, ihr habt mit unseren kleinen Lieblingen Bekanntschaft geschlossen. Lucinda, Gucci und Timmy. Oh, aber wo steckt denn unser Timmy? Timmy? Ist wohl spazieren geflogen. Timmy! Gaston,
Spuck Timmy aus. Ah, Timmy. Oh, wollten wir Verstecken spielen, kleiner Schlingel? Nun, wahrscheinlich mutet euch unser nächster Raum ein wenig eisig an. Hier drin ist es tatsächlich eiskalt. Ja, der Raum muss unbedingt eine gleichbleibende, extrem niedrige Temperatur haben. Und das kontinuierlich. Alle diese entzückenden Ausstellungsstücke sind nämlich aus Eis. Die sehen wirklich wundervoll aus, Königin Marigold. Ja, sie sind, cool. Bitte auf keinen Fall berühren. Sind sie mit Magie angefertigt? Oh, nicht doch. Das wäre viel zu einfach. Ihr müsst wissen, das Eis, das man dafür benutzt hat, ist vor über 1000 Jahren gefroren. Oh. Sie sind von Bergbaugnomen aus dem hohen Norden handgemeißelt worden. Diese Skulpturen sind absolute Einzelstücke und einfach unersetzbar. Oh, ein Schwan, wie reizend. Ich liebe Schwäne. Oh je. Nanny, was hast du getan? Sie haben dem Schwan den Kopf abgebrochen. Keine Angst, ich zaubere ihn wieder heil. Abracadabroi, als Vogel erstehe das Eisdings da neu. Oh. Wie wäre es denn mit einer Backkartoffel, gefüllt mit Kartoffeln, dazu Pommes frites und Püree und obendrauf ein Spiegelei? Nein, Nanny. Sie erwarten, dass man etwas Modernes kocht. Es kann auch Haferbrei sein. Das ist keine moderne Kochkunst. Was ist denn moderne Kochkunst, Mami? Das sind äußerst delikate Speisen in ganz, ganz winzigen Portionen. Dann kriegen Sie winzige Portionen. Gut gemacht, Nanny. Die ist nicht groß. Natürlich wird sie wieder größer, wenn der Zauber aufhört. Wann wird dieser Zauber denn wohl aufhören, Nanny? Ich würde sagen, jetzt. Entschuldigt bitte. Es ist ja nicht nur eine Frage der Größe der Speisen, Nanny. Moderne Küche ist recht extravagant. Kein Problem. Nanny hat ja noch bis morgen Abend Zeit, sich etwas einfallen zu lassen. Ja, Eure Majestät. Gut, dann ist das geklärt. Nanny, weißt du denn schon, was du kochst? Keine Ahnung. Na los, komm raus spielen. Nein, Ben. Heute muss ich Nanny dabei helfen, zu lernen, wie man kocht. Aber Nanny Plum ist doch eine richtig gute Köchin. Die beste Köchin auf der ganzen weiten Welt, Ben. Aber sie kann noch nichts Modernes kochen. Wieso soll sie denn auf einmal etwas Modernes kochen? Sowas essen König und Königin Marigold gern und sie kommen heute Abend zu uns zum Essen. Dann kann Nanny nur eins helfen. Das ist ein Kochbuch. Komm mit. Warte auf mich. Wo fahren wir denn nur hin? Zur großen Elfenbibliothek. Oh. Verzeihen Sie bitte, weiser alter Elf. Ruhe! Das ist eine Bibliothek. Entschuldigung. Oh, in meiner Wohnung ist er auch nicht. Unsere Tür geht nicht auf. Warte, Junge, lass mich ran. Wie mir scheint, haben wir jetzt den Vogel gefunden. Aber bitte ruhig bleiben und nur keine Panik. Schnell, alle sofort raus! Geht zu meiner Lehrer! Hallo, Ben. Hallo, Holly. Ein riesiger Vogel sitzt in unserem Baum. Ja, ich habe ihn zuerst gesehen. Es ist ein Specht, mein Junge. Das ist völlig korrekt. Ich hatte ja keine Ahnung, dass sich Eure Majestät auch für Vogelkunde interessiert. Oh ja, ich bin ein Vogelbeobachter. Hier ist mein Abzeichen. Dann ist es ja sehr gut, dass ihr aufgetaucht seid. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Führt mich zu dem Vogel. Was für ein Glück, dass ihr hier reinschaut, Eure Majestät. Der Specht hockt in unserer Wohnung. Er baut sich ein Nest. Und bald werden da drin Eier liegen. Die werden ausgebrütet und dann wimmelt es hier nur so von Spechtjungen. Und Vogeljunge der Spechte lassen sich nur extrem selten beobachten. Fantastisch! Wenn sie schlüpfen, dann komme ich zurück und hake sie in meinem Buch ab. Jetzt heißt es handeln, sofort, bevor der Vogel Eier gelegt hat. Das lasse ich nicht zu. Ich will doch hier die Jungen beobachten. Der Baum ist für Elfen.
Nicht für Spechtfamilien. Doch nistende Kreaturen dürfen nicht gestört werden. Das ist Gesetz. Seit wann? Seit heute. Durch königlichen Befehl. Oh, da steht's schwarz auf weiß, dann müssen wir gehorchen. Elfen brechen niemals das Gesetz. Und wir sind Elfen. Prächtig, das wäre geordnet. Der Hahn hat gekräht, Prinzessin Holly. Zeit für Feen aufzustehen. Ist es schon morgen, Nanny? Frühstück ist fertig, Holly. Danke, Nanny Plum. Jetzt werden deine Haare gebürstet, Holly. Und hier ist deine Krone. Das wär's. Die Morgenstunden sind recht anstrengend. Hallo, Nanny Plum. Was ist denn, Ben? Ich habe keine Zeit für Elfen ans Tor zu gehen. Kann Holly zum Spielen rauskommen? Ich fürchte, Prinzessin Holly ist zu beschäftigt für... Hallo, Ben. Hallo, Holly. Sieh mal, meine neue Uhr. Ist das eine richtige Uhr? Ja, du kannst sie ticken hören. Oh ja, kannst du mir sagen, wie spät es ist? Noch nicht, aber die Uhrzeiten sollen wir heute in der Elfenschule lernen. Ja, und ich glaube, du willst nicht zu spät kommen. Ich bin ein Elf. Elfen kommen nie zu spät. Mach's gut, Holly. Mach's gut, Ben. Ich würde auch gern so eine Uhr haben. Warum denn bloß, Prinzessin Holly? Wenn ich eine Uhr hätte, wüsste ich, wie spät es ist. Wir Feen brauchen gar keine Uhren. Wir wissen auf andere Weise, wie spät es ist. Wie zum Beispiel, Nanny? Wir haben Pusteblumenuhren. Hallo, Holly. Hallo, Ben. Ich bin gerade dabei, Zaubern zu üben. Soll ich es dir mal zeigen? Ja, bitte. Steh absolut still. Ich zaubere dir einen neuen Hut. Abrakasut, zaubere Ben den neuen Hut. Oh. Ben, steckst du da drin? Oh, der ist vollkommen leer. Dann habe ich Ben also in den Hut verwandelt. Der Hut ist aber groß. Das ist Ben. Ich muss ihn aus Versehen in den großen Hut verwandelt haben. Prinzessin Holly, genau aus diesem Grund sollst du öfter das Zaubern üben. Ich war ja dabei, das zu tun, aber irgendwie ist dann alles schief gelaufen. Du hast mit dem Zauberstab sicher zu wild herumgefuchtelt. Ich hab versucht, ihn richtig zu schwingen, bloß dieser Stab ist einfach nicht gut. Nein, nein, eine gute Fee schiebt die Schuld niemals auf ihren Stab. Ja, Nanny Plum. Ich denke fast, er sollte ein Hut bleiben, damit es eine Lehre für dich ist. Bitte verwandle Ben zurück, Nanny. Ich bin sicher, dass er nicht gerne auf Dauer ein Hut ist. Dann wollen wir mal. Sieh her und lerne. Ding, dong, denn Hut wert Ben. Was ist denn passiert? Die Dinge sind ein bisschen schief gelaufen. Glücklicherweise ist Nanny Plum gekommen und hat dich gerettet. Danke, Nanny Plum. Gern geschehen, Ben. Und du, Holly, schwing den Zauberstab nächstes Mal vorsichtig. Ja, Nanny. Es tut mir leid. Bestimmt hattest du Angst. Ich bin ein Elf und Elfen haben niemals Angst. Ja! Elfenrakete an Bodenkontrolle. In ein paar Minuten werden wir den Mond erreichen. Das ist sehr gut, Mr. Elf. Sie sind genau auf dem richtigen Kurs, um im Meer der Stille zu landen. Fabelhaft. Und dann machen wir da am Ufer ein schönes Picknick. Ach, Nanny Plum, ein für alle Mal. Wir veranstalten dort kein Picknick. Wieso nicht? Weil das kein Ausflug, sondern eine ernsthafte Elfenmission zum Mond ist. Das spricht nicht gegen ein Picknick. Ah.
Alle bereit? Wir sind im Begriff, einen Ort zu betreten, den noch niemals ein Elf vor uns betreten hat. Und eine Fee auch nicht. Oh ja, Entschuldigung. Wir sind im Begriff, einen Ort zu betreten, den noch niemals ein Elf oder eine Fee vor uns betreten hat. Juhu! Juhu! Sieh nur, wie hoch ich springen kann. Das ist fantastisch. Los jetzt, es ist genug rumgealbert. Hier ist mein Ablaufplan für die Mission. Erstens, Landung auf dem Mond. Gut. Zweitens, Setzen der Flagge. Ich bin jetzt der König des Mondes. Flagge setzen? Gut. Drittens, der Heimflug. Und was ist mit dem Picknick? Irgendwie haben sie das Ufer des Meeres verfehlt. Ja, wo finden wir denn nun das Meer der Stille? Ich würde gern paddeln. Ach, das sogenannte Meer der Stille ist kein Meer, das Wasser enthält. Es ist voller Sand. Und wohin gehen dann die Aliens, wenn sie Lust haben zu schwimmen? Aliens? Nanny Plum hat gesagt, es gibt vielleicht Aliens auf dem Mond. Das ist doch lediglich ein Märchen, nichts sonst. Hört auf zu spielen, ich brauche alle zur Vorbereitung der Party. Party? Daisys und Poppys Geburtstagsparty. Oh nein! Party, Party! Zwei kleine Zaubergören sind schon schlimm genug. Wenn aber noch alle ihre kleinen Freunde hier aufkreuzen, wird es ganz, ganz furchtbar. Ein Vorschlag. Wir machen eine Party, dazu laden wir aber gar keine Gäste ein. Ta-ta-ta-ta. Ich habe unsere Einladung zur Party rausgeschickt und es werden auch alle kommen. Oh, und wer kommt? Der kleine Tarquin. Tarquin mag Party. Oh nein, Tarquin ist ein Monster. Dann wäre da Ruby. Nicht meine kleine Schwester. Selbst ihr Zauberstab ist ungezogen. Und Nessie Elf. Meine kleine Schwester? Sie trägt eine Brennnessel am Hut. Und es tut höllisch weh, wenn man sie berührt. Nessie Elf ist von allen die frechste, absolut. Was soll man erwarten, wenn sie die Nichte von diesem Piratenungeheuer ist? Ja, Rotbart, der Elfenpirat. Die Party wird sicher noch ein schreckliches Desaster werden. Keine Sorge, ich habe sie durchgeplant. Es gibt magische Spiele, gefolgt von meiner magischen Show und es endet mit magischem Gelee. Magie, ja, Magie, ja. Ich lag falsch. Die Party wird durchaus nicht zu einem Desaster. Sie weitet sich aus zu einer Katastrophe. Dankeschön, Eure Majestät. Ich weiß was, König Aurikel. Die Lösung wäre eine Elfenparty. Eine was? Eine Elfenparty. Da ist Zauberei absolut nicht gestattet. Und was wird aus meiner magischen Show? Zaubershows mögen die lieben Kleinen so. Wir haben den großen Wizardo, einen Elfenzauberkünstler. Er zaubert natürlich nicht wirklich. Das sind alles nur Tricks. Mir gefällt das, Ben. Klingt doch völlig sicher. Ja, und langweilig. Ganz genau. Da ist eine Dohle. Und sie hat meinen Zauberstab. Klar, Dohlen lieben alles, was glänzt. Das ist sehr hoch oben. So hoch darf ich dummerweise nicht fliegen. Gar kein Problem. Ich klettere rauf. Vorsichtig, Ben! Keine Sorge, Holly. Elfen sind ausgezeichnete Kletterer. Und ich bin ein Elf. Nettes Vögelchen, wärst du so freundlich, uns den Zauberstab wieder zurückzugeben? Puh, da hatte ich ja Glück. Toll, Ben! Du hast sie ausgetrickst und prompt hat sie den Schnabel geöffnet. Auf so eine Idee wäre ich wahrscheinlich nie gekommen. Ja. Elfen sind bekanntlich sehr gut in solchen Dingen. Wir sollten gehen, bevor die Dohle sich noch irgendetwas Dummes einfallen lässt. Du hast recht. Schwing dich auf, Gaston. Schwing dich auf. Schwing dich auf. Nanny, Ben hat den Zauberstab gefunden. Wie erfreulich. Aber du hättest ihn lieber gar nicht erst verlieren sollen. Ja, Nanny Plum. Dir, Ben,
müssen wir herzlich dafür danken, dass du Hollys Zauberstab gefunden hast. Das war nicht schwer, wirklich. Du hast dir einen Finderlohn verdient, denke ich. Du wünschst dir einen neuen Hut, richtig? Ja, das soll mein Dankeschön für Ben werden. Nein, bitte, das musst du nicht. Steh jetzt ganz still, Ben. Und Holly, schwing den Zauberstab ganz vorsichtig. Ja, Nanny Plum. Abrakasut, zaubere Ben den neuen Hut. Wie schön, es funktioniert. Du hattest den Zauberstab unter Kontrolle. Also, das ist ein toller Cowboy-Hut. Ben, danke, dass du den Zauberstab gefunden hast. Tut mir leid, dass ich nicht geglaubt habe, dass dein Plan funktioniert. Und mir tut es leid, dass ich deinem Hutzauber nicht richtig vertraut habe. Oh nein! Wenn er den gezauberten Hut aufsetzt, ist Ben blau. Wie sehe ich aus? Ich finde, dein alter Hut kleidet dich viel besser. Finde ich auch. Abrakasück zurück. Ah. Es ist gut, dass ich meinen alten Hut wieder zurück habe. Und es ist gut, dass ich dich wieder zurück habe, Zauberstab. Ich werde dich auch niemals wieder verlieren. Hallo, ihr Landratten! Das ist Rotbart, der Elfenpirat. Jo, ho, ho, Landensicht ahoi! Sollte ein Schiff so schief liegen wie seins? Vermutlich liegt das am Gewicht der ganzen Schätze. Wir sinken! Verlass das Schiff! Verlass das Schiff! Verflucht! Mein Schiff und meine Schätze ruhen nun für immer auf dem Grund des Meeres. Sehr traurig. Also, wie ich eingangs sagte, dies ist der perfekte Tag, um das Unterseeboot zu testen, weil keine anderen Schiffe auf dem See sind. Aber was wird aus Pirat Rotbart schätzen? Ja! Meine Schätze! Wie kriege ich sie nur zurück? Wenn es nur irgendeinen Weg gäbe, unter der Wasseroberfläche dahin zu segeln und danach zu suchen. Ja, das wäre großartig. Wie auch immer, zurück zu meinem Unterseeboot. Es hat einen... Das Unterseeboot! Wir können das Unterseeboot benutzen! Sehr gute Idee! Langsam! Das Elfenunterseeboot ist nur ein Spielzeug. Es ist nicht für Abenteuer konstruiert. Oh, also dann ist es gar nicht unterwassertauglich. Na sicher ist es das. Vermutlich sinkt es wie ein Stein nach unten. Unsinn, natürlich nicht. Gut, dann wäre das also klar. Captain Rotbart, unser Unterseeboot steht Ihnen hiermit zur Verfügung. Dankeschön, Eure Majestät. Ich muss noch eine Mannschaft suchen. Ei, ei, Captain Rotbart. Ich will auch. Und ich. Ich dann am besten auch. Wenn es Probleme gibt, kann ich uns mit Magie heraushelfen. Nein, Nanny Plum. Auf dem Elfenunterseeboot ist Magie streng verboten. Weil wir Elfen sind. Und Elfen wollen niemals zaubern. Ja, das wissen wir schon. Polly, meine treue Gefährtin, du musst hier auf mich warten. An Land. Mr. Elf, Sie steuern das Unterseeboot. Ei, ei. Ben und Holly, macht die Maschine startklar. Ei, ei, Captain. Ich lese den Zeitplan vor. Erstens Zelt aufstellen, zweitens Kleidung aufhängen, drittens Lagerfeuer machen, viertens... Dad, es sind doch Ferien. Versuch es locker anzugehen, Mr. Elf. Ich gebe mir Mühe, Mrs. Elf. Wir sind da. Yippidi-duda! Werden wir hier auch ein bisschen tanzen? Ja, und singen wir auch? Es wird weder gesungen noch getanzt. Reines Camping. Hier ist das Zelt. Ich kann es mit Zauberei ganz schnell für uns aufstellen, Mr. Elf. Holly, ich würde es begrüßen, wenn ihr hier nicht zaubern würdet. Ihr müsst immer daran denken, dass hier Elfen zelten. Elfen betreiben Camping schon seit Hunderten von Jahren. Und wir stellen Zelte mit geschlossenen Augen auf. Wow! Ein Elfenzelt! Hurra! Sehr schön. Jetzt fangen unsere Ferien an. Ja. Und das bedeutet, dass wir die Ferienarbeiten ausführen müssen. Ferienarbeiten? Der Liste nach folgt, Kleidung aufhängen. Wir sind doch aber gerade erst hier angekommen. Wieso sollen wir denn da schon unsere Kleidung aufhängen? Ein Zeltplatz kann niemals aufgeräumt und sauber genug sein. Ich zerteile jetzt die Orange. Mrs. Elf, wieso halten denn Orangen die Gnome fern? Es ist der Geruch. Gnome hassen nämlich den Geruch von Orangen. Oh! So. Nun sind wir sicher. Als nächstes steht auf der Liste Holz sammeln für das Lagerfeuer. Hier liegen viele Stöcke. Hier liegen noch mehr.
Sehr schön. Das sind genug Stöcke. So, wo war ich? Heute beschäftigen wir uns mit... Danke sehr, Romy. Heute beschäftigen wir uns mit den Grundfeenregeln. Regel 1. Feen müssen süß aussehen. Reizende Frisur, ordentliche Kleidung, die Haut wundervoll rein. Elfen und Marienkäfer müssen sich um so etwas natürlich keine Gedanken machen. Regel 2. Feen sollten nie und nimmer ohne ihren Zauberstab sein. Wer weiß warum? Weil sie ohne ja keine Zaubertricks machen können. Ja, Ben. Sie werden zum Zaubern benötigt. Eine Fee ohne ihren Zauberstab ist wie unsere Marienkäfer-Lady ohne ihre Punkte. Nanny, Gaston ist ein männlicher Marienkäfer. Sei's wie's sei. Die Hauptsache ist, Feen müssen stets auf ihren Zauberstab aufpassen. Ja, Nanny Plum. Regel 3. Wenn es windig ist, so wie heute, sollten sich Feen beim Fliegen vorsehen. Solange ich tief unten fliege, ist alles gut. Aber an windigen Tagen wie heute sollte niemand von euch über die Schlossmauern fliegen. Hier oben ist es sehr windig. Ja, Nanny Plum. Also, was haben wir gelernt? Feen sollten immer süß aussehen. Feen dürfen nie und nimmer ohne ihren Zauberstab sein. Feen dürfen beim starken Wind nicht hochfliegen. Ja, sehr gut. Seht ihr? Selbst ich kriege Schwierigkeiten, wenn der Wind hier so... Oh, Nanny Plum ist weg. War das denn von ihr geplant? Nein, das glaube ich nicht. Mal sehen, ob auch alle da sind. Holly, Violet, Rosi und Romy. Gut, jetzt fasst euch an den Händen. Ich will ja auf dem Weg in den Wald keinen von euch verlieren. Nanny Plum, müssen wir denn unbedingt heute Naturkundeunterricht machen? Das ist so langweilig. Ja, es ist doch nichts weiter, als dass wir die Namen der Bäume lernen. Und die Pilznamen. Und die der Frösche. Na, na, Kinder. Jede junge Fee muss die Namen der Bäume und Pilze kennen. Und der Frösche? Und der Frösche. Über uns seht ihr ein hübsches Exemplar einer Beifußblume. Gaston wird sie sicher im Handumdrehen gefunden haben. Ein Hoch auf Gaston! Da ist Nanny Plum. Phase 1 war erfolgreich. Hallo! Wie habt ihr mich denn so schnell finden können? Gaston ist ihrem Geruch gefolgt. Meinem Geruch? Nur zu deiner Information. Ich rieche nicht, verstanden? Den Zauberstab haben wir auch aufgespürt, Nanny. Holly, ihr wisst doch, dass ihr meinen Zauberstab nicht anfassen dürft. Das kann ziemlich gefährlich werden. Wir haben dir doch damit nur helfen wollen. Sie haben gesagt, dass eine Fee niemals ohne ihren Zauberstab sein soll. Also sind wir jetzt hier, um sie zu retten und ihnen ihren Zauberstab zurückzugeben. Wirklich nett von euch, Kinder, muss ich sagen, aber... Die Rettung! Phase 2 beginnt. Nicht bewegen, Nanny Plum! Mit Hilfe von diesem Lasso hole ich sie runter. Das klingt mir zu gefährlich. Ich denke, ich warte auf einen kräftigen Windstoß und dann schwebe ich runter. Und du bist dir ganz sicher, dass du nicht gerettet werden willst, Nanny? Absolut sicher. Das ist zwar nicht ganz so, wie ich es geplant habe, doch wo wir hier so schön zusammen sind, werden wir im Lehrstoff weitergehen. Nanny Plum, sind Sie sicher, dass das Blatt Ihr Gewicht halten kann? Mein Gewicht? Junger Mann! Ein für alle Mal. Ich bin leicht wie eine Feder. Also, wo war ich? Das Letzte, was Sie gesagt haben, war, selbst ich kriege Schwierigkeiten beim Fliegen, wenn der Wind hier so... So komisch haben Sie geschrien, als der Wind Sie weggeweht hat. Ah ja. Danke, Romy. Selbst ich kriege Schwierigkeiten, wenn ich... Wenn der große Zeiger und der kleine Zeiger oben aufeinander stehen,
ist es 12 Uhr mittags. Hallo, weiser alter Elf. Ah, guten Tag, Nanny Plum. Dürfen wir uns dazusetzen? Ja, solange Sie ganz still sind. Was denn sonst? Weiter. Wer von euch kann mir sagen, woher wir wissen, dass eine Uhr wirklich läuft? Daher, dass wir hören können, wie sie tickt. Oh, ja, Holly. Das war sehr gut. Sehen Sie, wir Feen kennen uns damit aus. Ja, nur Feen haben, wie ich weiß, keinerlei Uhren. Wir wissen auf unsere Weise, wie spät es ist. Scheint mir auch so. So, wodurch wissen wir, wann wir morgens aufwachen müssen? Unser Wecker klingelt. Korrekt. Ich wache auf, wenn unser Hahnstolz kräht. So, Kikeriki, schreit er los. Verstehe. Und wodurch erfahren wir, wann es Zeit ist, schlafen zu gehen? Dadurch, dass die Uhr zeigt, es ist Schlafenszeit. Ja, völlig richtig. Ich gehe schlafen, wenn die Eule ruft. Sie schreit, Uhu! Wenn ihr keine Uhr habt, wie wisst ihr dann, wie spät es ist? Wir haben Pusteblumenuhren. Hier. Eins. Darf ich auch mal? Zwei. Ich will auch. Drei. Holly, Violet und Romy. Seid ihr bereit für den heutigen Feenunterricht? Ja, Lady Plum. Heute beschäftigen wir uns mit... Wer kann das sein? Ah, Ben Elf. Hallo, Nanny Plum. Ist Holly da? Tut mir leid, Prinzessin Holly ist zu beschäftigt, um mit Elfen zu spielen. Oder Insekten. Hallo, Ben. Hallo, Gaston. Hallo, Holly. Nanny Plum unterrichtet uns gerade. Willst du auch zuhören? Ja, bitte. Eigentlich ist das ein Feenunterricht. Bitte, Nanny. Lass Ben dabei sein. Er war aber zu Beginn nicht da und ich möchte nicht nochmal von vorn anfangen mit meinen Erklärungen. Aber das war doch bisher bloß... Heute beschäftigen wir uns mit... Bitte lass Ben dabei sein. Bitte, Nanny Plum. Na schön. Solange Ben nur still da sitzt und aufpasst. Ich glaube, dass selbst ein Elf noch etwas lernen kann. Danke, Nanny. Oh, also du willst auch etwas lernen, Gaston. Au, au, au. Prinzessin, ich stelle euch diese Spielzeugeule für heute zur Verfügung. Dankeschön, weiser alter Elf. Allerdings, den hier werde ich einziehen, vorläufig. Nur so lernt ihr das geschickte Arbeiten auf Elfenweise. Völlig ohne Zauberei. Keine Sorge, ihr bekommt ihn zurück, wenn der Unterricht zu Ende ist. Mädchen und Jungen, greift jetzt zu euren Hämmern und denkt immer daran, schlagt vorsichtig. Nicht gewollt. Keine Sorge, Holly. Das repariere ich. Ich habe ja meinen Zauberstab behalten. Nicht, Nanny. Das ist doch ganz streng verboten in der Elfenschule. Und wenn schon, das werde ich hinkriegen. Es wird niemand bemerken. Nick, nack, nanz, sei wieder ganz. Was war denn das für ein Knall? Ich vermute, es stürmt ein bisschen da draußen. Ich will nicht hoffen, dass es sich um Zauberei gehandelt hat. Ich versichere Ihnen, weiser alter Elf, Prinzessin Holly hat kein bisschen gezaubert. Das ist ungezogen, Nanny Plum. Schön still sein. Nun wird auf das Spielzeug die Farbe aufgetragen. Nicht vergessen, schön vorsichtig sein. Ein wenig Farbe reicht ziemlich weit. Oh, was für ein wundervoller Morgen, um mit dem Zauberstab zu üben. Wirklich, Nanny Plum? Ich wollte doch jetzt mit Ben spielen.
Prinzessin Holly, es gibt Zeiten, um mit Elfen zu spielen und Zeiten, um mit dem Zauberstab zu üben. Bitte, Nanny. Ich verspreche auch, dass ich später viel übe. Einverstanden. Aber du kommst her, wenn ich... Danke, Nanny. Bis dann. Oh, wo ist Ben? Ben! Na gut, dann mache ich eben doch gleich ein paar Übungen mit dem Zauberstab, während ich warte. Zauberstab, was zaubern wir uns heute? Ja, wir zaubern uns einen hübschen Hut. Abrakasut, einen hübschen Hut. Oh, der sieht ja nicht gerade hübsch aus. Und er ist zu groß für mich. Verschwinde, doofer Hut. Da, eine Schnecke. Holly, würdest du sie vielleicht dieses Mal fragen? Du musst dabei allerdings sehr laut rufen, weil die Schnecken nicht so besonders gut hören können. Wieso denn das, Nanny? Weil sie keine Ohren haben. Können wir nicht einfach Schleim vom Boden nehmen? Du kannst nicht einfach von jemandem den Schleim nehmen, ohne ihn vorher gefragt zu haben. Das ist unhöflich. Hallo, liebe Schnecke. Lauter. Hallo. Meinem Daddy, dem König, geht's nicht gut. Könnten Sie uns was von Ihrem Schleim geben für eine Medizin? Dürfen wir bitte etwas davon in dieses Glas füllen? Ich denke, das bedeutet ja. Wir danken Ihnen wirklich vielmals. Gut gemacht, Holly. Gehen wir unsere Liste durch. Ein Tautropfen? Hier, Nanny Plum. Schneckenschleim? Hier, Nanny Plum. Jetzt fehlt nur noch ein echter Froschrülpser. Das könnte schwierig werden. Da ist ein Frosch, Nanny. Ah, guten Morgen, lieber Frosch. Wären Sie so freundlich, in dieses Glas zu rülpsen? Versuchen Sie es, ganz locker. Oh, wir haben doch nicht den ganzen Tag Zeit. Damit Babys ein Bäuerchen machen, streichelt man ihren Rücken. Alles klar, ich streichel seinen Rücken ein bisschen. Ja, ich höre schon was. Hurra! Zurück in die Küche. Das sind die Schafe. Ah ja. Und wer kann mir sagen, was die Schafe uns geben? Eier! Nein, nein. Schafe geben uns Wolle. Was hat das Schaf denn gesagt? Das Schaf sagte... Und was soll dieses bedeuten? Bedeutet... Schafe sind natürlich äußerst friedfertige Tiere. Dafür ist Rex ausgesprochen clever. Wer ist Rex? Rex mag dich ganz doll. Na, da bin ich ja begeistert. Rex ist ein Hütehund. Passt mal auf. Er treibt sie zusammen und bringt sie sicher in ihr Gehege. Wow. Gaston will das auch probieren. Du bist doch viel zu klein, um Schafe zu jagen, Gaston. Oh, was sind das für Erschütterungen? Es wird ja auch ganz dunkel. Das ist Bessie. Und wer ist Bessie? Bessie ist eine Kuh. Oh, eine Kuh. Mag dich auch. Tja, also, Kinder, was bekommen wir von der Kuh geschenkt? Ein Abschlecken. Ja, und was noch? Milch. Ja, genau. Aber sie hat uns gar keine mitgebracht. Doch hat sie. Gut aufpassen. Nur keine Sorge, Bessie. Ich werde ganz vorsichtig sein.
Meine Güte, Daisy und Poppy, ihr seid aber weit weg vom Schloss. Wir rufen am besten gleich mal eure Eltern an. Hasenkaninchen! Na, na, Daisy, das war jetzt nicht nett von dir. Hasenkaninchen! Was ist hier los? Hasenkaninchen! Mehr, mehr, mehr! Was sind denn das für Geräusche? Das kommt eindeutig von da drüben. Ich schätze, dass wir dann meine kleinen Schwestern gefunden haben. Wow, seht euch all diese Kaninchen an. Eins davon trägt den Hut meines Vaters. Poppy, Daisy, was habt ihr getan? Kaninchen, Kaninchen. Sie haben alle Elfen in Kaninchen verwandelt. Daisy, das war nicht lustig und auch nicht klug. Gib mir den Zauberstab. Miezekätzchen. Daisy und Poppy, ich bin sicher, ihr wolltet gar nicht so. Miau! Flattervogel! Flattervogel! Puh, denkst du, das war's jetzt? Ja, zum Glück können kleine Vögel keine Zauberstäbe halten. Ah, Barnaby und Ben, habt ihr die Mädchen gesehen? Die Kätzchen sind Holly und Fleur. Und die Vögel sind die Zwillinge. Was? Daisy und Poppy haben versucht, ein bisschen zu zaubern. Verstehe. Und wer sind die Kaninchen? Das sind die Elfen. Na dann, fangen wir an, sie zurückzuverwandeln. Mami! Ich will dir unbedingt etwas zeigen. Was ist es denn, Holly? Komm, schau's dir an. Ich sehe ja meine Kaulquappen gar nicht mehr. Kaulquappen? Vermutlich sind sie unsichtbar. Nanny, hast du sie etwa verzaubert? Nein, Holly. Und wo sind sie dann jetzt hin? Oh je, ich schätze, dass der König sie gefunden hat. Ja, wo ist das Vieh hergekommen? Was soll denn der Aufstand wegen so eines kleinen Lebewesens? Oh! Meine Kaulquappen! Deine Kaulquappen haben sich in Frösche verwandelt, Prinzessin Holly. Kaulquappen? Frösche? Was um alles in der Welt geht hier vor? Daddy, ich hab dir doch erzählt, dass ich eine Hausaufgabe aufbekommen habe. Hierher, Fröschlein, da geht's lang. Das ist mein Zimmer. Und das sind meine Spielsachen. Quack, 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 quack. Jetzt spielen wir Verstecken, ja? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ich komme, versteckt oder nicht? Ich hab euch gefunden. Lasst uns was anderes spielen. Hopp, hopp, hopp. Schlafenszeit, Prinzessin Holly. Nanny, sag Hallo zu meinen Freunden. Fluffy, Tiddles, Mopsy und Ben. Hallo. Weiser alter Elf. Guten Morgen, Majestät. Wer war das mit den Hügeln auf meinem Golfplatz? Ein Maulwurf, Eure Majestät. Macht der Plage ein Ende. Wir versuchen jeden Morgen, den Maulwurf zu vertreiben, Eure Majestät. Soll das heißen, Sie wissen nicht, wie man der Maulwürfe Herr wird? Nein. Was nun, hm? Nanny Plum, lass sie doch die Sache klären. Sie kann ja zum Glück alle Tiersprachen sprechen. Natürlich. Nanny! Ja, Eure Majestät? Ah, Nanny Plum.
Sie beherrschen doch die Tiersprachen. Ja, Eure Majestät. Dann fordern Sie diesen Maulwurf auf, meinen Golfplatz zu verlassen. Vollkommen unmöglich. Was? Maulwürfisch kann ich nicht, tut mir leid. Es ist eine der absolut schwersten Tiersprachen. Genau wie Erdferkelisch. Können Sie dann den Maulwurf durch Zauberei vertreiben? Ich kenne eine Zaubermethode, die gegen Maulwürfe hilft. Jedoch unglücklicherweise braucht man einen Gnom. Was ist das? Ein Gnom, Eure Majestät, ist eine Art Elf. Mit dickem Bauch. Was? Gnome haben rein gar nichts mit Elfen gemeinsam. Sie essen zu viel, reden zu viel und nie wollen sie arbeiten. Vorurteile hin oder her. Ich will, dass der Maulwurf verschwindet. Los! Zu Befehl. Ich beschaff uns den Gnom. Wo bin ich? Hallo, Mr. Gnom. Ich rief Sie her zur Vertreibung von Maulwürfen. Das mache ich mit großem Vergnügen. Esse ich, dann freu ich mich. Nachtisch gibt's noch zu. Ich sing mein Lied, was auch geschieht. Fröhlich, dolli, dolli, do. War ja ganz einfach, nicht wahr? Danke, Gnom. Holly, sieh nur. Ja, das muss Ben sein. Hallo, Ben. Ich höre, dass du ungezogen gewesen bist und dich einfach in einen Frosch verwandelt hast. Du hättest wirklich auf mich warten können, so wie ich es dir gesagt habe. Ja, die arme Holly war ganz, ganz traurig. Oh, wer weiß, vielleicht ist dieser Frosch gar nicht Ben. Sieh mal, ich finde, der sieht ein bisschen aus wie Ben. Ja, bloß der genauso. Die sehen doch alle gleich aus. Wir werden Ben niemals wiederfinden. Guck mal da, einer von ihnen hat einen Hut auf. Hat Ben einen Hut getragen? Ich glaube ja. Holly, das weißt du nicht? Er ist doch dein bester Freund. Ja, Ben trägt einen Hut. Hallo Ben, wenn du es wirklich bist, dann lass einen Quark hören. Gott sei Dank. Du ahnst ja gar nicht, wie schwierig es gewesen ist, dich unter allen zu finden. Hör zu, Ben. Keine Sorge. Nanny Plum wird sicher bald hier sein. Und sie kennt den Zauber, der dich wieder zurückverwandelt. Ach Unsinn. Wir brauchen keine Nanny Plum. Ich kenne mich auch mit Zaubersprüchen aus. Violet, ich denke, wir warten doch lieber auf Nanny. Nein, nein, nein. Die Rückverwandlung von Fröschen in Elfen kann ich im Handumdrehen. Sieh her. Abracadabra, abracadas, werde wieder, was du warst. Siehst du? Ich hab dir ja gesagt, dass ich das kann. Gut gemacht, Violet. Das war grauenvoll. Ich war ein Frosch und ich musste Fliegen fressen. Oh, ich habe das Gefühl, mein Zauber wirkt noch weiter. Oh. Achtung. Fertig. Los! Wow! Hat Betty ein Tempo drauf? Wahnsinn! Irre Leistung, Betty! Ich schlage vor, Gaston zeigt uns ein paar Tricks. Gute Idee, Ben. Wir sehen zu und ruhen uns aus. Sieh mal, Betty Raupe ist ganz traurig. Ich schätze, sie fühlt sich ein bisschen ausgegrenzt. Ich weiß, wie ich sie aufmuntere. Oh, gut. Los, versuch's, Ben. Du musst nicht weinen, Betty. Fliegen ist nicht alles auf der Welt. Elfen können auch nicht fliegen. Und ich bin ein Elf. Das hat sie nicht aufgemuntert. Wer weiß, vielleicht kann ich sie durch Zauberei fliegen lassen. Glaubst du, du schaffst das? Ich denke schon. Abracadabrik, flieg, Betty, flieg. Siehst du, es funktioniert.
Das passiert, habe ich nicht erwartet. Wir müssen sie unbedingt retten. Ich versuche einen neuen Zauber. Nein, nein. Ich habe eine bessere Idee. Juhu! Ganz ruhig, Betty. Brrr. Seht nur, da ist ein Sprung. Auweia, du hast es zerbrochen, wie es aussieht. Nein, das Ei erledigt das ganz von allein. Hey, da schlüpft was. Oh. Oh, ein Vogeljunges. Oh. Gut, jetzt wird die Mama ihr Junges zwitschern hören, kommen und es mitnehmen. Und ich kann wieder an meine Arbeit gehen. Seht mal, das Junge läuft Nanny Plum hinterher. Normalerweise ist das Erste, was so ein Junges sieht, seine Mami. Und das Erste, was dieses Küken gesehen hat, war Nanny Plum. Also denkt es, die Nanny ist seine Mami. Ich bin keine Vogelmama. Das Kleine ist hungrig. Die Vogelmama muss ihm Futter geben. Ich habe aber kein Vogelfutter. Was essen die Vögel denn? Würmer und Insekten. Oh, Gaston ist ein Insekt. Gaston, es wäre besser, du würdest ein bisschen Abstand halten. Vielleicht finden wir ja ein paar Würmer. Wie denn? Indem wir sie hervorlocken. Und zwar so. Die Würmer denken dann, dass es regnet und kommen an die Oberfläche. Oh. Da, ein Wurm! Er ist wieder weg. Oh, dann müssen wir es weiter versuchen. Nicht nachlassen. Da ist wieder einer. Oh. Ich gebe auf. Das sind die Tomatenpflanzen. Wow. Ich befürchte, wir haben eine Tomatenkäferplage. Oh je. Tomatenkäfer sind ganz wild darauf, Tomatenpflanzen zu fressen. Los, abhauen! Husch! 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 Na sowas, die kommen ja sofort wieder. Ja, wenn wir doch nur einen Weg finden könnten, der Schädlinge Herr zu werden. Au, 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 au. Gaston hat sie alle verscheucht. Natürlich. Für Marienkäfer sind Tomatenkäfer eine Delikatesse. Das war ganz toll. Du solltest bei uns als Schädlingsbekämpfer anfangen. Dann ernten wir jetzt also eine gesunde Tomate. Es kann losgehen. Ist gut. Tomate kommt! Sieht ja gefährlich aus. Ist es auch. Deswegen müssen wir alle diese Helme tragen. Es gibt aber noch eine Arbeit, die viel gefährlicher ist. Oh, welche ist das? Kann ich die mal sehen? Das kann aber furchterregend sein. Ich habe keine Angst. Ich behaupte, es ist die absolut gefährlichste Arbeit auf der Welt für einen Elf. Was ist es? Das Einsammeln der Eier. Und wieso ist das Einsammeln der Eier so gefährlich? Wegen der Hühner. Wow, die sind ja wirklich riesengroß. Ja, deswegen haben wir auch diesen hohen Zaun. Und deswegen ist es absolut notwendig, das Tor zu verschließen. Denkt auch an Gaston. Was trinken Marienkäfer denn eigentlich? Lauter Sachen, die ziemlich stinken. Da hat er recht. Für Marienkäfers Kehle einen ganz verfaulten Trank. Ich wähle. Ich schätze, du hast den Gestank übertrieben. Sogar für einen Gaston. Unsinn. Marienkäfer lieben gegorene Kohlsuppe. Nun brauchen wir was zu essen. Magischer Picknickkorb, bitte sehr. Bring Schinken-Käse-Sandwiches her.
Danach gibt's Pudding. Hurra! Magisches Gelee! Passen Sie auf. Und machen Sie dieses Mal nicht zu viel davon. Wir wollen nicht wieder wie im letzten Jahr eine Gelee-Flut. Was war da passiert? Holly, Daisy und Poppy helfen mir immer, den Nachtisch zu machen. Aber letztes Jahr war es ein bisschen zu viel und wir... Ihr habt unser Königreich mit Gelee überflutet. Ich erinnere mich. Die Gelee-Flut. Das seid ihr gewesen? Ja, das waren wir. Ein ziemlich eindrucksvolles Ereignis. Aber es darf sich auf keinen Fall wiederholen. Haben wir uns da verstanden? Nur keine Sorge, Eure Majestät. Wir haben Sicherheitsvorkehrungen getroffen, neue Worte, die die Menge begrenzen. Kommt, Kinder, los geht's. Darf ich auch mithelfen? Ja, Ben. Kinder, sprecht mir nach. Magischer Picknickkorb, bitte sehr. Schenk uns Gelee in Maßen her. Magischer Picknickkorb, bitte sehr. Schenk uns Gelee in Maßen her. Hurra! Oh. Recht knapp, oder? Die Gefäße sind wirklich sehr klein. Ja, wir brauchen mehr davon. Gut, dann versuchen wir das. Gaston, hol es her! Hierher, Gaston! Sehr geschickt, Gaston. Wirklich gut. Gaston, bestimmt willst du jetzt deine Beine lockern. Na dann, drehen wir dich auf den Rücken. Nun strampel schön. Gaston liegt gern so auf dem Rücken. Das ist aber lustig. Holly, Schlafenszeit. Oh, Nanny Plum ruft mich. Ich muss nach Hause ins Bett. Oh, es macht doch gerade solchen Spaß. Schade. Ist nicht schlimm, Ben. Wir treffen uns einfach morgen wieder. Ja. Ben, Schlafenszeit. Oh, Mami ruft. Mach's gut, Ben. Mach's gut, Gaston. Mach's gut, Holly. Mach's gut, Gaston. Wir sehen uns morgen. Da tut sich ja leider gar nichts. Oh, er braucht vielleicht nur Batterien. Nein, da ist ein Uhrwerk. Es fehlt bloß der Schlüssel. Ich zaubere einen Schlüssel. Oh, Holly, ich denke, wir sollten keinen gezauberten Schlüssel benutzen. Zauberei kann sehr gefährlich sein. Ich bin sicher, es wird nichts Schlimmes geschehen. Was auch immer passiert, wir werden Spaß haben. Na schön. Still, Gaston. Na dann, lassen wir uns überraschen. Es funktioniert! Meister, wie ist dein Name? Könnte er dafür konstruiert sein? Keine Ahnung. Ich bin Ben Elf. Ben Elf, du... bist mein Meister. Wir dachten, Roboter machen Hilfe! Hilfe! Oh nein! Lass uns runter, du verrückter Roboter! Lass die Mädchen runter! Ich folge nur Anweisungen meines Meisters, Ben Elf. Roboter? Bitte setz die Feen sofort auf den Boden. Ja, Ben Elf. Und sag Verzeihung. Verzeihung. Das war ein bisschen erschreckend.
Der ist nicht wie ein normaler Spielzeugroboter. Ich fürchte, dass der Schlüssel von mir ihn irgendwie etwas verzaubert hat. Er scheint aber das zu tun, was ich sage. Es sollte also alles gut gehen. Hallo, Mädchen und Jungen. Hallo, weiser alter Elf. Nanu, was ist das? Wir haben einen Spielzeugroboter gefunden. Er war kaputt und wir haben ihn repariert. Gut gemacht. Die Plastikflaschen werden zu dieser Masse verarbeitet. Aus den alten Konservendosen werden Zahnräder für Uhrwerke. Und das ganze alte Papier und die Kartons kommen in diese Verarbeitungsmaschine. Daraus werden solche Pappen gepresst, die dann zu neuen Verpackungen für unsere Spielzeuge gefaltet werden. Wow! Das ist wirklich clever! Elfen sind wirklich clever! Und wir sind Elfen! Hier lang! Hui! Hui! Die Elfenfabrik produziert in jeder Sekunde ein neues Spielzeug. Was geschieht denn, wenn sie schlafen gehen? Werden dann die Maschinen gestoppt? Nein, natürlich nicht. Wir arbeiten Tag und Nacht, um sicherzustellen, dass die Kinder auf der ganzen Welt ihr Spielzeug kriegen. Die Elfenfabrik steht niemals still. Oh, jetzt tut sie es aber doch. Was? Ich fürchte, wir haben da ein kleines Problem, weiser alter Elf. Wir haben keinen Nachschub an Plastik, Metall und altem Papier. Dann zaubere ich eben ein bisschen Nachschub. Nein, nur keine Zauberei. Wir sind Elfen und wir... Ach, würden niemals zaubern. Und was wollen Sie stattdessen tun? Wir werden einfach nur zum großen Elfenturm gehen. Hallo, Prinzessin Holly. Hallo. Und das ist mein bester Freund, Ben. Den habt ihr auch schon mal getroffen. Natürlich, der charmante kleine Kobold. Ich bin doch kein Kobold. Ich bin ein Elf. Oh, ein Elf? Wie exotisch. Ihr hattet hoffentlich eine angenehme Reise. Es muss ja für euch so reizvoll sein, euer winziges Königreich einen Tag lang hinter euch zu lassen. Sagt uns offen und ehrlich, was ihr von unserem Designerschloss haltet. Ehrlich gesagt, das sieht aus wie ein Komplett. Es ist wirklich klasse. Ich wünschte, wir würden auch so ein wunderschönes Schloss haben, Mami. Bevor wir es total auf Plastik umgebaut haben, bestand es aus Stein. Stellt euch vor, wie primitiv. Unser Schloss ist auch aus Stein gebaut. Also ihr wohnt traditionsbewusst in einem altmodischen Schloss. Das muss ziemlich, wie soll ich sagen, unkomfortabel sein. Nein, eigentlich nicht. Oh, ihr habt euren Marienkäfer mitgebracht. Runter, Gaston, runter! Das bedeutet, er mag euch. Da bin ich ja begeistert. Gehen wir doch hinein. Wir machen mit euch eine Besichtigungstour. Darf Gaston dahin auch mitkommen? Gern, sofern er sich die Füße abtritt. Ja, würdet ihr euch bitte alle die Füße abtreten? Und bitte auch nichts da drin berühren, ja? Ich wäre euch verbunden, wenn ihr nicht allzu stark atmen würdet. Wir haben eine Fülle von Kostbarkeiten. Wie ihr hier sehen könnt, verwirklichen wir in der Diele die Idee von einer gedrehten Dimension. Eine Idiotie! Wow, es steht wirklich alles auf dem Kopf. Verblüffend. Au, sie hat mir wieder wehgetan. Es ist ein dummes Spiel, langweilig. Man braucht einen großen Drachen, dem man den Schwanz anheftet. Ah, sieht aus, als ob die Zwillinge mit der Party angefangen haben. Na schön. Ich wollte ja nur ein bisschen Leben in die Party bringen. Ich befördere die Zauberstäbe der Erwachsenen jetzt auch in die Bibliothek. So. Nun zu meiner großen Zaubershow. Hurra! Königin Aurikel, bitte zieht eine Karte. Und nicht mir zeigen. Welche Karte ist es? Die 2 von Herz. Eure Karte ist die 2 von Herz.
Das ist der blödeste Trick, den ich jemals gesehen habe. Ich fand den Trick richtig gut. Wie funktioniert er? Zu meinem nächsten Trick. Ich verwandle mich jetzt in eine Maus. Ihr lieben Kleinen, wartet hinter dieser Tür für einen kurzen Moment. Wie verwandeln Sie sich denn in eine Maus? Erstmal lege ich diese Ohren an und diese Nase danach. War es eine gute Idee, die Bande da reinzuschicken in die Bibliothek? Was? Es ist immerhin der Raum, in dem sich alle Zauberstäbe befinden. Ach. Keine Sorge, der große Wizardo, der beruhigt Sie schon. Ich zeige Ihnen meinen Maustrick. Davon werden Sie überrascht sein. Sie werden überrascht sein, wie mies der ist. Das mag funktionieren. Seht, Kinder, ich habe mich verwandelt in eine... Mausi, Mausi! Quiek! Wow, das ist gar kein schlechtes Kostüm. Die Kleinen haben, glaube ich, den weisen alten Elf echt in eine Maus verwandelt. Quiek! Könnte mich bitte jemand wieder zurück in den weisen alten Elf verwandeln? Nein! Hurra! Können wir nach Hause gehen? Noch nicht, Nanny Plum. Hollys Zauberstab muss noch getestet werden. Auf geht's zum Testraum. Der Testraum für Zauberstäbe. Er ist der sicherste Platz zum Zaubern im ganzen Königreich. Wieso brauchen Sie einen speziellen Raum, um zu zaubern? Wir wollen verhindern, dass Zauberei nach außen dringt und für Ärger sorgt. Wo bleibt da der Spaß? Magie ist nicht dazu da, Spaß zu haben. Hier wird nur sichere und sensible Zauberei ausgeführt. Was tut er denn da jetzt? Wie es aussieht, richtet er den Testroboter für einen Zauberspruch ein. Was ist das? Limonade. Wir wollen jetzt den Zauberstab testen, indem wir die Limonade in irgendetwas anderes verwandeln. Können wir sie auch in eine goldene Kutsche verwandeln? Oder ein Monster mit 100 Augen und 3 Beinen? Hahaha, abwarten und Tee trinken. Die Limonade hat sich in Wasser verwandelt. Warum sollte man sowas denn tun? Das ist keine Magie. Eine äußerst sensible Magie. Eine blödsinnige Magie. Ach, worin würden Sie das denn verwandeln wollen? Na, zum Beispiel darin. Oh, Sie haben außerhalb des Testraums gezaubert. Das war äußerst riskant. Oh, eine Zitrone. Es sollte eigentlich ein Frosch werden. Nanny Plum. Mein Zauberstab arbeitet nicht richtig. Er rasselt ja auch. Oh, verstehe genau, was Sie meinen. Das klingt recht kritisch. Wie lange ist es denn jetzt her, dass er hier zur Durchsicht war? 10 Jahre rund. Setz die Segel! Polly, meine treue Gefährtin, du musst hier auf mich warten. An Land. Mr. Elf, Sie steuern das Unterseeboot. Ei, ei! Ben und Holly, macht die Maschine startklar. Ei, ei, Captain! Was soll ich denn tun? Was? Einfach nur auf diese Bank setzen und schön sein, meine kleine Meerjungfrau. Ja. Ich kenne diesen See, bin oft darauf gefahren. Sind Sie ein Seemann? Ich war ein Seemann. Heute bin ich es nicht mehr. Wieso nicht? Der große, böse Barry. Wer ist der große, böse Barry? Oh, er ist der mächtigste, gigantischste, absolut enormste Fisch, den die Welt jemals gesehen hat. Er verschlang sogar 9 von Dads Booten. Sie haben 9 Boote verloren? Und ich dachte immer, ich sei ein schlechter Seemann. Ich bin kein schlechter Seemann. Mein Pech ist nur, dass der große, böse Barry so groß ist. Und böse. Leiten Sie bitte den Tauchvorgang ein, Mr. Elf. Wir sinken, sinken, sinken. Oh, das sieht ja alles so hübsch aus. Oh! Was? Was hast du gesehen? Da liegt Rotbarts Schiff.
Beim Neptun, du hast ganz recht, Junge. Gut beobachtet, Ben. Wow, für einen Moment dachte ich glatt, ich sehe den großen, bösen Barry. Jetzt bekomme ich meine Schätze zurück. Holen wir sie schnell und tauchen wir auf. Hier unten gefällt es mir ganz und gar nicht. Mir gefällt es. All die Fische und Pflanzen. Und die mächtige Unterwasserwolke. Da irrst du dich. Es gibt unter Wasser keine Wolken, mein Herzchen. Oh, Potzblitz! Das ist ja ein Fisch! Wie groß der ist! Und er sieht böse aus! Lassen Sie uns in Fahrt kommen. Ich übernehme die Steuerung. Wartet eine Minute. Ihr mögt ja an Land König sein, Eure Majestät. Aber auf diesem Boot bin ich der Captain und treffe die Entscheidungen. Schon gut, Captain. Hauptsache, ich bekomme einen Fisch. Holly und Ben, werft die Maschine an. Ei, ei, Captain! König Ulrike, nehmt das Steuer. Okidoki, Captain. Das macht Spaß. Lenkt das Schiff nach Steuerbord. Was? Oh, nach rechts. Wieso sagen Sie es nicht gleich so? Auf See wird nicht rechts oder links gesagt, sondern man sagt stattdessen Back oder Steuerbord. Ist das nicht ein bisschen verrückt? Wir werden von Achtern fischen. Wo ist denn das? Ach, am Heck des Bootes. Kommt mal mit. Fischen ist eine Wissenschaft für sich. Man braucht dafür den richtigen Köder, kapiert? Was für einen Köder werden Sie denn heute einsetzen? Altes Brot. Altes Brot? Wen lockt denn altes Brot? Sollten wir vielleicht etwas Butter drauf schmieren? Marmelade? Ja, wir werden doch nie etwas mit trockenem Brot fangen, alter Knabe. Streichen Sie Marmelade drauf. Stopp! Ich bin der Captain, also solange wir an Bord der Banti sind, tun wir, was ich sage. Ei, ei, Captain! Seid nun still. Fische schreckt Krach ab. Ein rechthaberischer Elf, nicht wahr? Das ist ja so aufregend. Psst, nicht plappern. Jetzt wird gewartet. Sind Sie sicher, dass das so richtig ist? Natürlich bin ich sicher. Kommen Sie, lassen Sie mich mal ran. Gern. Ihr werdet sehen, es braucht Zeit, einen Fisch. Ein Fisch! Es hat einer angebissen. Holly, greif dir das Netz. Mach dich bereit, ihn hier zu schnappen. Gut gemacht, Daddy. Wow, der ist aber groß. Ein richtiges Prachtexemplar. Und ich hab ihn gefangen. Ach, das ist höchstens ein Fischlein. Das muss der größte Fisch im ganzen See sein. Der ist viel zu klein. Vogeljunge. Hallo, ich bin Ben und das ist Holly. Ah, die sind ja so süß. Die wären noch viel süßer, wären sie nicht in unserer Wohnung. Die gehen raus. Ich würde sagen, dass sie versuchen zu fliegen. Aber sie können noch nicht fliegen. Ich kann es ihnen zeigen. Feen sind nämlich richtig gut im Fliegen. Und ich bin eine Fee. Also dann, Vogeljunge, macht mir einfach alles nach. Fliegen, das ist nämlich kinderleicht. Oh, wieso wollen Sie es mir denn nicht nachmachen? Wir müssen vielleicht mit ein paar einfacheren Übungen anfangen. Wie hast du denn das Fliegen gelernt? Ich fliege ja schon lange, schon seit ich ein Baby war. Also kann ich mich auch nicht mal an meine erste Flugstunde erinnern. Dann fangen wir am besten mit Flattern an. Das geht so. Ja, Sie machen es dir nach. Toll, Ben. Nun flattern wir ein bisschen schneller. Nun springt! Sie fliegen! Gut gemacht, Ben. Du hast ihnen das Fliegen beigebracht, obwohl du selbst doch gar nicht fliegen kannst. Wiedersehen, Vögelchen! Da fliegen sie hin. Leb wohl, meine Kleinen. Oh, nun sag nur nicht, du vermisst sie schon. Nein, mir ist nur gerade etwas ins Auge geflogen. Na, sind die Jungen denn schon geschlüpft? Dann möchte ich das gern in meinem Buch abhaken. Sie sind schon weggeflogen, Daddy. Sie haben von mir gelernt, wie man fliegt. Oh. Die Chance, frisch geschlüpfte Spechte zu entdecken, hat ein Vogelbeobachter nur ein einziges Mal in seinem Leben. Die habt ihr verpasst. Das ist nicht fair. Nun will ich überhaupt nichts mehr beobachten. So. Hallo.
Hallo, König Aurikel. Wo ist euer Hamster denn nun? Mein Hamster? Hier ist Pippin. Er mag sie ganz doll. Nun übertreib es nicht gleich, mein Freund. Setz das Rad in den Hof rein. Jawohl. Du meine Güte, wohin soll denn dieses Ungetüm? Das ist ja schrecklich. Was tun wir nicht alles für unser Haustier, Herr König Aurikel? Es gehört mir nicht. Noch tiefer mit dem Rad in den Hamsterkäfig. Hamsterkäfig? Hallo, wie reden Sie denn von meinem edlen Schloss? Und jetzt stellen Sie es in die Mitte des Hamsterkäfigs, Mr. Elf. Pippin! Hier, Pippin! Pippin gefällt das Rad. Sind Sie sicher, dass das Rad das aushalten kann? Ja, Majestät. Hamster rennen doch nicht wahnsinnig schnell. Ihr habt anscheinend einen von der ganz schnellen Sorte. Das Laufrad dreht sich zu schnell, ehrlich. Das hält das Gestell nicht aus, niemals. Keine Panik. Das Rad passt ja nicht durch das Schlosstor. Mein schönes Schloss! Oh je. Pippin hat's wieder geschafft, auszureißen. Das Rad rollt in Richtung des großen Elfenbaums. Das heißt, wir müssen die Elfen warnen. Hallo? Hallo, Schatz, ich bin's. Weißt du, was Hamster sind? Ja, Schatz, ganz süße, flauschige Tierchen. Ja, bleib jetzt ganz ruhig, aber ein Hamster rollt auf den Baum zu. In einem enormen Laufrad! Oh. Ah, da bist du ja. Blau zu rot. Hurra! Es funktioniert! Dankeschön. Das war nicht der Rede wert. Ein simpler Zauber. Einen Stuhl für Nanny Plum, bitte. Und warum? Nach der einen sind es noch 999. Oh. Blau zu rot. Blau zu rot. Blau zu rot. Toll, Nanny. Sie sind ja enorm geduldig. Ja, Nanny Plum. Hiermit ernennen wir Sie zur Ehrenelfe. Ich bin eine Elfe. Sind Sie sicher, dass das eine gute Idee ist? Wir wissen schon genau, was wir tun. Alle Mann, jetzt zurücktreten! Das war super! Hurra! Gut gemacht, weiser alter Elf! Ich wusste, es funktioniert! Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Sie sehen nicht gerade sehr fröhlich aus, finde ich. Elfen sind nie wirklich fröhlich. Oh, wie wäre es, wenn Sie den Zauber jetzt doch beenden würden, Nanny Plum? Was hat er gesagt? Stoppen Sie den Wind! Oh, sehr gern. Wind sofort, wie nicht mehr am Ort. Weiser alter Elf, sind Sie unverletzt? Natürlich, es geht mir gut. Ich bin ein Elf. Ich gehe jetzt rein und hol meinen Sack Mehl. Nanny Plum, ich rate Ihnen dringend davon ab, diese Tür zu öffnen. Oh, nun machen Sie sich nicht so wichtig. Da ist dein Dad. Hallo, Dad. Hallo, Ben. Ah, Mr. Elf. Könnten Sie wohl gleich einen Sack Mehl ausliefern an Nanny Plum? Sie kann eine ganze Wagenladung haben. Ich werde sie auf der Stelle zum Schloss fahren. Hurra! Welche Pflichten erwarten mich heute, Nanny Plum? Ihr besucht heute die Elfenfabrik, Majestät. Warum? Eure Majestät.
Das ist die Zeit des Jahres, in der dort Hochbetrieb herrscht. Das Weihnachtsfest steht vor der Tür. Schön, schön. Und was habe ich damit zu tun? Euer fachmännischer Blick soll sicherstellen, dass das Spielzeug perfekt wird. Klingt lustig. Das ist es aber nicht, Holly. Was Sie herstellen, ist immer perfekt. Mir bleibt nur zu sagen, es ist perfekt. Muss ich da wirklich hin? Irgendjemand muss dorthin. Sie erwarten den königlichen Besuch. Ich könnte gehen. Ich kann genauso gut sagen, alle Dinge sind perfekt. Ja, warum nicht? Und Nanny Plum kann dich begleiten und ein Auge auf dich haben. Oh, sehr gut. Hallo, Holly. Hallo, Ben. Willkommen, um eure Elfenfabrik zu besichtigen. Hast du eine Ahnung, wo sie ist? Aber natürlich. Ich bin ein Elf. Und wo ist sie nun? Na, kommt mit. Nanny Plum, wo ist das Frühstück? Ich bin untröstlich, Eure Majestät. Die Elfen haben die Lebensmittel noch nicht geliefert. Ich möchte nur ein gekochtes Ei, nichts weiter, Nanny. Können Sie mir nicht eins zaubern? Ich kann ein Ei zaubern, natürlich. Aber richtige Hühnereier schmecken viel besser. Ach, ganz egal. Ich habe Hunger und will ein Ei. Jetzt! Wie ihr wollt, Eure Majestät. Abracadabra. Ein Ei herbei. Das stinkt. Nein, wie eklig. Was ist das? Das ist ein Drachenei. So, schaffen Sie es weg. Dann zaubere ich am besten ein richtiges Huhn her, das ein Ei für euch legt. Nicht nötig. Ich denke, ich werde warten, bis die Elfenfarm liefert. Aber das kann eine Weile dauern, Eure Majestät. Ich werde diese Tafel nicht verlassen, bevor ich nicht mein Ei hatte. Wie ihr wünscht, Eure Majestät. Nanny, Sie sind da! Hallo, Ben! Hallo, Holly! Die Lebensmittellieferung! Was hat Sie aufgehalten, Mr. Elf? König Aurikel wartet ungeduldig auf sein Frühstück. Tut mir leid, Nanny Plum. Uns ist unterwegs die Karotte verloren gegangen. Wir mussten zurück und sie suchen. Verstehe. Bringen wir Ihre Lieferung jetzt unverzüglich in unser Schloss. Karotte, Tomate, Kopfsalat. Oh, wo ist das Ei? Das Ei. Und gerade das brauchen wir am dringendsten. Der König will ein Ei. Wir fahren auf der Stelle zurück zur Elfenfarm und holen eins. Holly, willst du nicht vielleicht mitkommen? Ja, bitte. Nanny, darf ich kurz mit zur Elfenfarm? Ja, gern, Holly. Dann sorgst du dafür, dass wir ein gutes Ei bekommen.